Das ist... Ja. Okay, dann probiere ich das diese Runde nochmal. Nee, bitte dich. Philipp, das wird schon schief gehen. Ich mein Blitzkrieg countert auch irgendwo ein bisschen den Draven. Es countert eigentlich jeder Typ, der Skillshots hat. Also. Backlappen, du musst noch eine Lane auswählen. Ach ja, da war ja was. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Was denn? Ich glaube, Fagene und ich muss top sein. Na, willst du Jungle sein? Ja, eigentlich lieber mit. Wir starten einfach und dann können wir uns entscheiden, ist ja scheißegal. Ja. Kannst auch so, ich kann auch so einen Nico top, kann den Nico top spielen. Hey, aber mit Raven war schon in Ordnung, oder? Stimmt, ich kann auch Raven Midlane Ranger Midlane spielen. Bei mir sagen das scheiße. Das ist auch scheiße. Überhaupt, dass es gut ist. Was testen wir denn jetzt aus? Was willst du top sein, Tobi? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich Ranger spiele. Das ist auch gebannt. Will jemand Syphilis spielen oder soll ich den bannen? Syphilis? Ja, den wollte ich letztes Game schon spielen, aber der wurde gebannt. Na, ich bann lieber Echo. Andere Leute spielen mit ihrem Penis, Sven spielt Syphilis. Ist gut. Finde ich gut. Oh Mann, ihr macht mich fertig, Leute. Also sie haben doch Aatrox genervt, weil sein Healing nicht mehr auf Minions geht, oder? Ja. Guckst du, was so guter Draven eben, dass Draven diese Runde gebannt wird. Das ist jetzt einfach, das ist jetzt das 3000 IQ-Play. Ich spiele es einfach Aatrox Support, damit der Nerf kein Nerf ist. Chakrabanga. Bitte was nochmal von Anfang. Ja, Aatrox wurde genervt, weil sein Healing nicht mehr auf Minions geht. Also spiele ich jetzt Aatrox in der Position, wo man sich gegen Minions attackt. Ups, ich... Okay. Echt jetzt, Philipp? Ich wollte auf den Pfeil drücken, um das Ding wieder auszufahren und dann kam genau in dem Moment Lock-in und jetzt spiele ich anscheinend Aatrox sofort. Jetzt ist Draven hier, gell? Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe aus dem Box einen Mecha-Aatrox bekommen und den Skin kann ich jetzt einweihen, so. Das ist ein gutes Omen. Okay, ich kann einfach Draven dazu spielen. Ich spiele also nur Trolls. Gut. Also in der Theorie habe ich CC. Nein, in der Praxis? Morgana. Du hast praktisch kein CC. Ja gut, ja, ich hab tatsächlich kein CC. Oh ja, du spielst nicht Miss Forge. Das ist nicht genau. Wen soll ich denn spielen? Ich kann halt mal Draven spielen. Also wir haben Aatrox Support, Rengar Midlane, Nico Chaplain. Also da hättest du jetzt auch einfach Yasuo picken können, dann wäre die Runde perfekt. Philipp, du musst bedenken, ich bin jeder Champion auf jeder Lane. Ja, natürlich. Wir haben zwei Ranger Midlane, ja, doppelt useless. Ja. Oh Gott, Klett. Was nimmt man auf diesem Champ mit? Du wirst keinen Spaß haben auf der Top-Lane. Schaden und Brew. Weißt du was, geh einfach Full Crit. Achso, nee, das werde ich nicht tun. Swappen einfach, du gehst Top-Lane. Top-Lane? Du gehst Midlane, ich geh Top-Lane. So geht's auch. Leute, das müssen wir jetzt gewinnen. Wir sind Full-Team, das ist eine Blamage, wenn wir nicht gewinnen. Alter, wir stehen halt einfach nur aus Trolls. Also wenn allein unsere Pick- und Banne-Phase ist schon eine Blamage. Oh, recht hat er recht. Darfst du dich bitte flamen? Nee, doch, ist nicht erlaubt. Doch, es gibt einen akuten Grund, dich zu flamen. Ja, warum? Du hast deinen scheiß Club-Tag schon wieder rausgemacht. Nee, hab ich gar nicht. Guck, da ist er doch. Der wurde mir eben nicht angezeigt bei dir. Da ist das Club-Tag! Hä? Warum ist der jetzt da eine? Ich flame nicht zurück! Er wurde nicht angezeigt. Ich dachte schon, du hast dich von uns distanziert. Nach dem 3 gegen 3 vorhin. Wir sammeln Fresh Jungle. Wieso hast du jetzt richtig useless gepickt? Wieso habe ich 10.000 Punkte mit Aatrox? Wie ist das passiert? Doch. Was? 10.000? Ja, weil du alten Aatrox bespielst. Ja, wahrscheinlich, weil ich den alten Aatrox habe. Darf ich auch meine einzigen Aatrox-Punkte her? Von alten AP Aatrox Toplane. Das war gut. Wie kriege ich so eine 80.000 Punkte Morgana auf die Lane? Ich will sowas nicht. A good willow was an ancient tree found in Ionia, which was felled by Ivan the Cruel. What? Okay, Legends tell of another realm beyond Mount Targon's peak, inhabited by gay celestial beings.
Das habe ich auch da stehen. Ja, da war Taric. Taric her. Nee, Taric ist darauf geklettert. Ja, aber Taric an sich, das ist ja genauso wie bei Pantheon und bei Zoe. Die sind, wenn die da hochklettern, die sind ja nicht mehr sich selbst. Die sind ja praktisch Götter, die in Menschen reingegangen sind. Oder andere Viecher. Richtig, ich meine, Pantheon ist eigentlich... Zoe 500 Jahre alt und Pantheon heißt auch nicht Pantheon. Weil Pantheon ist der Name des Gottes und nicht der Name von... Von dem, ne? Bäcker. Philipp. Genau. Ja. Ich möchte Bäcker jetzt Hochhaus gewinnen. Okay, Sven. Ich gebe dir den Tipp. Das nächste Mal gucken wir vielleicht. Weil du das jetzt gesagt hast, kriege ich als erstes E. So. Ey, das sind die insane Auto-Tag, E-Auto-Tag. Wieso hast du Fleet Footwork dabei, Philipp? Du, weil alles andere auf meiner Support-Lane useless ist. Was soll ich denn mitnehmen? Electrocute? Und damit was? Ja, für die Short. Wie soll ich denn dreimal hintereinander Schaden machen? W-Auto-Tag. Dann mach ich das drin, das Mist. Es ist einfach, wird einfach nicht. Nein, du misst einfach nicht, Philipp. Wie wär's mal damit? Ach, wir haben jetzt Nico mit denen, oh. Ja, ich hab da gesagt, das macht doch nur Sinn, weil ich kann auf der Mittellane nichts gegen den Velkos machen. Ich kann auch nichts machen. Ich meine, ich muss darauf hoffen, dass ich gegankt werde. Dann in der Busch flashen und dann bin ich nützlich. Ich hätte gerne den Sevier-Pizza-Skin. Warum? Nee. Weil ich Pizza mag. Ja, ist okay. Warum ist Nico eigentlich hier? Ich glaube, dann würde ich mir jedes Mal eine Pizza bestellen, wenn ich sie... Warum ist Fresh hier? Warum haben wir Fresh Jungle? Das fällt mir halt jetzt erst auf. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Die Kulturbanausen. Alter, guck dir diesen Pull an. Ja, hast du meinen Pull gesehen? Nix, weil du auch gegen einen Petal-Glubuff einfach stirbst. Gar nicht. Guck dir das an. Du bist gleich Half-Life. Oh fuck, Mann, ich habe das falsche Skill. Jetzt bin ich wirklich useless, bis ich Level 3 werde. Ich hab die ganze Wave geklärt, damit mir schneller Level 2 sind. Ja, das war wundervoll. Ja. Und da hättest du schon Electrocute brocken können. Nö, hätte ich nicht. Ich hab sie zweimal erwischt. Also, das hat mir eigentlich gerade Schaden gemacht. Wahrscheinlich Miss Fortune. Das hab ich schon mal nicht wahrgenommen. Oh, Miss Fortune ist weiß bei mir. Ich mag Level 2 werden, dass ich meine E hab. Ich bräuchte vielleicht Hilfe hier. Ja, hol mal bitte Level 2 ran hier. Ja, es wird organisiert. Organa? Level 2 ist inside. Sag noch einmal das Fresh Angle Use, das ist anders. Noch einmal das. Ich bin auf dem Weg, Leute. Ich bin noch auf dem Weg. 4, 3, 2, 1. Wieder hoch. Das war einfach insane, Leute. Ja, Mann, Alter. Atrox, Port und Thresh Jungle, das ist einfach neue Meter. I'm this ADC now, würde ich mal sagen. Mein Thresh Jungle ist so Pimon! Ey, ich hab voll viel Farm gemisst jetzt. Ja, keine Angst, den hab ich für dich secured. Ja, schön, dass ich jetzt unterlevelt bin wegen dir. Nein, ich weiß, alles gut. Bist du gar nicht, was willst du denn? Siehst du nur erst, wenn das Level hochgeht. Ich bin jetzt Level 3 mit 3 Kämpfen. Die ist unterlevelt. Wie viel Erfahrungspunkte hast du? Also, Klett ist so ein richtig toller Champion. 50. Der gewinnt die Lane einfach nur, weil er den Passive besitzt. Ja, Klett ist halt super stark. Also. Ja, Klett ist einfach ein dummer Champ. Zwerch sitzt dich einfach. Ja, ich bin noch nicht mal beim Wipewaffer war. Ja. Hast du den Trade gesehen? Sie konnte sich einfach nicht helfen. Oh, meine Passive countert ihre Ehe so ein bisschen. Was ist deine Passive? Nur so, es reduziert Shield und Heal Power. Meine E geht die gegen Miss Fortune's Q auch, ja, oder? Ja. Ja, klar, das sind zwei. Okay. Damit sollst du ziemlich alles blocken, hallo? Ich komm top. Er sitzt da oben im Busch. Also. Ja, ich hab schon fast viele Minions bekommen. Ja, du hast so viele wie sie, also. Ami. Das ist nicht schlimm. Jetzt sag mal so, das. Oh, jetzt bin ich nicht mehr überzeugt.
Unlucky. Ja, da hat schon wieder seine Passive, weißt du? Das ist einfach. Ich nutzen können. Ich meine, dafür, dass der schon ungefähr 3000 Leben verloren hat, gefühlt, hat er immer noch 800. Das ist einfach. Oh. Richtig spaßig. Ich bin sofort im Laufen. Dein TP war wasted. Ich meine, die Wave war reingepusht und du TPst einfach. Die Zeit hättest du wirklich zum Laufen nutzen können. Ich hab keine Ahnung, mit wem du redest. Na, mit unserem Midlaner. Mit unserem Midlaner, ja. Ich würde sofort im Laufen. Philipp, du machst Aatrox Support zu 9 Meter. Ich weiß, sehe schon. Der One Held. Das hast du super gemacht. Meine Reactions waren gut. Ich habe all meine Zellen aktiviert. Ein? Alle deine ein? Alle deine eine Zelle. Ach ja, es ist schön, weißt du, klettert. Base 600 Leben mehr als ich. Also kann ich allein schon auf dem Papier keinen Fight gewinnen. Vor allem, ich verstehe diese Begründung nicht von wegen, ja, er hat mehr Leben, weil er in einer Phase schwächer ist. Wo ist er im Fight bitte schwächer, wenn er eine fucking Shotgun bekommt? Ach, er kriegt legit zwei Spells resettet. Philipp, wie ist da? Jo, aber da ist ein Creep und ich bin greedy. Klar hat es getroffen. So ist es dann. Wenn die weiter so, wenn die pusht, gehst du jetzt weg. Wenn man da wenn sie nicht pusht, gehst du jetzt weg. Ja. Weil das tut sie nicht. Und sie misst stattdessen lieber das Green. Get his ass. Ich weiß ja nicht, aber wir können sein Eis nicht bekommen. Weil du hast keins jetzt nee. Und ich habe sowieso keinen CC. Weil der kostet Move Drop. Oh, great. Ja, den kann ich wenigstens töten. Nein! Oh. Ja, er ist wieder mit. Morgana kommt. Wie viel redet Aatrox manchmal? Ich bin auf dem Weg, aber ich kann nicht fliegen. Ich bin nicht überzeugt. Ich muss, glaube ich, mehr Plays im Jungle machen, damit ich wieder Vertrauen habe in unsere Comp. Sven, das war unfair, das waren 3 gegen 2. Ja, ich kann kommen, aber hier ist eine riesige Minion Wave. Nee, Infernal Dragon ist wichtiger. Okay. Ich bin schon auf dem Weg. Easy. Sag nochmal was gegen unsere Comp, ja? Wir sind, yeah. Wir haben also die beste Comp der Welt. Ich leiste hier gerade wahre Arbeit, aber ich müsst euch noch ein bisschen anstrengen. Der Welk hat gerade seine Ulti geburnt. Dass er das überlebt hat, ist legit Bullshit. Ich hab den Typen gerade bei 150 HP mit Ulti an, mit einer Q angesprungen und er hat es überlebt. Der hat nichts mehr da. Bei Valkos. Er hat vielleicht noch Ulti. Vielleicht. Ja, Mann. Hätte man die Q nur getroffen, ne? Dann wäre er tot. Hallo, ich stille mal seine Identität. Nein. Hast du nicht? Also das Beste ist, dass er halt volle scheiß Ding hat, kann ich sowieso keinen Fight mehr gewinnen. Das Champ ist einfach dumm. Er könnte jetzt einfach ulten, ich wäre tot. Er macht's nur nicht, weil er einfach blöd ist. Was ich finde, er sollte keine Invincibility Frames kriegen, wenn seine Passive prockt, sondern ich finde, er sollte dafür gepunished werden, dass er von seinem Shit gefallen ist. Wird er ja angeblich auch. Ne, wird er nicht? Er kriegt einen Anti-Assassin-Schutz, er kriegt einen neuen Spell, der Ultra-Schaden macht. Seine anderen Spells werden nicht saved. Also ich habe ihn engaged in dem Moment, in dem ich ihn am ehesten fighten kann und ich kann ihn nicht fighten. Das ist einfach geil. Ich weiß nicht, irgendwie die 80.000 Punkte Morgana kommt nicht durch. Wie du mit 80, mit Morgana 80.000 Punkte Skill willst, zeigen willst, außer Gegner anzuflashen. Ne, ich glaube, dann irgendwann ist dein Gehirn weg und dann kriegst du wieder Minuspunkte.
hab Ulti. Also wenn der Gank am Anfang nicht gewesen wäre vom Game, hätte ich es vermutlich sogar noch einigermaßen halten können, aber so jetzt nicht mehr. Ja, es war unglücklich, dass Y da war. Sonst hätten die 100% gewonnen. Sehr gut. Das waren Reactions. Die habe ich schon lange trainiert. Hm, toll. Und Weiß, Toplane. Sehr gut, Sven. Cool. Da haben sie den Fehler gemacht, auf mich zu engagen. Ja, ich hab's auch gedacht. Weißt du, ich denke mir das so, ja, ich engage ihn in dem Moment, in dem er seine Q raus hat. Was ist? 4 Sekunden später hat er sie wieder. Das ist einfach, das macht einfach keinen Spaß, gegen den Sven zu lane. Verstehe bis heute nicht, warum dieser Champ immer noch so existiert in dem Status, in dem er rauskam. Das ist Bullshit. Ich soll mich mal queuen. Perfekt. Jetzt hätte sie dich gehört. Okay. Oh Gott. Na. Das Schlimme ist, er spielt halt nicht mehr gut. Er wird halt einfach nur auf der Basis seines Champions. Ausschließlich auf der. Ich habe das Gefühl, wir sind da auch gerade nur in Miss Fortune gestorben. Er hat nichts weiter gemacht, außer wesige Tanks und Flat kommt. Wir können jetzt dritt fighten. Mega schade, dass wir dabei gestorben sind. Ja gut. Das hat sie eindeutig nicht verdient. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es noch eine Midlane gibt. Morgana ist mit. Das ist gut, dass ihr den Tod gekriegt habt, ohne zu sterben. Ja, der hat gerade einfach. Ich sag ja, der ist nicht gut. Er gewinnt halt auf Basis von Dingen, auf die er selbst keinen Einfluss hat. Ja, wir müssen auch die Fortune mal töten, die ist ein großer Shutdown. Ja. Das Gold nehme ich gerne. Aua. Aua. Klett hat geultet. Er tippet. Das ist zwei dumm. Achtung, da kommen wir bei. So. Und sie hat eine fucking Stopwatch, ey. Ah. Du bist halt. Sven, warum bist du da nicht einfach weggegangen? Also ich war da oben. Ja, Sven ist halt nochmal hingegangen, deswegen hat die Wahl ihn nur töten können. Nein, bin ich nicht. Doch bist du. Nein. Du bist einen Schritt zurückgegangen und dann bist du wieder einen Schritt hingegangen, Sven. Nein, ich hab's gerade gesehen. Wieso hat meine Ulti 150 Sekunden cooldown? What the fuck? Das ist ja mal krank. Es ist jetzt sogar 160 Sekunden cooldown. Das fuck. Aber jetzt geht's los. Kumpel, ich weiß, dass du da oben im Busch sitzt. Easy. Nice one. Alter, bester Jungler der Welt. Ja, und das Carry hat's auch noch bekommen, ey. Ist einfach gut. Ja, Mann. So, wir machen jetzt Dragon, komm her. Okay. Guter Call. Ich mache nur gute Calls. Du bist von mir gehochen nach Mini-Call. Bitte lass dich nicht töten. Unfair, Bullshit. Oh, was meinst du, meint nicht gezählt? Fick dich, ey. Danke. Awkward. Mein Smite ging auch cool dann, aber hat nichts gebracht. Irgendjemand hat hier hinterher geflasht, aber hat's auch gefehlt. Ja. Ich habe eine Potion of Rouge bekommen, hab's da benutzt und habe jetzt wieder eine Potion of Rouge bekommen. Finde ich gut. Der hat nichts ab, also können wir wirklich pushen. Ich glaube, die lassen uns alleine. Gegen einen Ränge kann er gewinnen, aber es sind mit zwei. Hm.
Sehr gut. Easy. Der bin ich sehr Midlane. Und er meint, hier ist alles. Ja, Midlane ist generell alles. Und du bist tot. Ja. So, dafür, dass das du es richtig hast, hast du den ersten Terrible. Ja, das ist ganz nett. So, hat einer von denen. Hey. So, jetzt brauche ich Leben. Boah, Schmorelles bauen. Kann ich direkt auf Stopwatch gehen? Nicht Stopwatch, Hourglass. Stopwatch Rush. Stopwatch. Jetzt hab ich mir eine Stopwatch gekauft. Bin inspiriert. Kannst halt relativ viel dodgen dabei. Ah, mein Turm ist weg, cool. Ich find's witzig, weil wenn ich Atrox werde, dann habe ich nicht dieses Laufen so Wert eingesteckt. Drück mal Steuerung 5. Tut das was? Nee. Nee. Schade. Aber du kannst damit das Schwert wieder wegstecken. Ich bin top. Wie ist das schon wieder hier? Ich bin hier. Wenn du was töten willst, dann doch sie. Nee, ist sie gerade wirklich geflasht? Oh, verdammt. Das ist jetzt genau das Timing, was ich hasse. Als ich extra noch beeilt hat, deine Ulti zu brocken, wenn du voll bist. Hat das dich gerade getroffen, während du... Ja. Yeah. Das hat es. Und ich mache auch irgendwie 0 Schaden an ihm, obwohl er Full Damage gebaut hat. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Es waren alle top. Also, außer Rekos. Ganz einfach. Das liegt daran, dass er einfach doppelt so viel Leben hat wie du. Weil er einen Black Lever hat und sein Base HP schon 700 höher ist. Ich habe auch Black Lever, das zählt nicht. Ich will vielleicht der Support, aber ich bin nicht zwangsweise A. Ich meine, dein Base HP ist das von Skal. Und dann haben sie. Und dann da ist das Ding noch nicht drin. Ja, jetzt ist mein zweiter Turm vermutlich auch weg. Die werden das jetzt einfach doppelt entlocieren, wenn sie irgendwie Hirn haben. Oh ne, oder die kommen mit Lane und platzieren ihn da einfach. Das ist auch eine Option. Ich sehe dir einfach nur zu dritt mit Lane hocken. Ich weiß nicht, warum du dem so hinterher rennst. Ja. Weil wir zu viert sind und er nicht. Wenn wir ihn von seinem Ding hauen, kann er nicht ulten, aber... Okay, das war so worth it für mich. Ich hab die Miss Fortune rausgenommen. Soll ich dir sagen, warum ich gerade an ihm gestorben bin? 1v1? Weil er mit Ignite Main Damage gemacht hat. Er hat jedes Spell gemisst. Das ist einfach schrecklich. Sven, Auto-Tag ihn. Ich bin gerade an Ws und Ignite gestorben. Okay, Auto-Tag ihn halt einfach nicht. Also anstatt nee, einfach... Der tötet mich halt noch. Er hat keine Ulti. Wer kann nichts an sich. Wenn du den hart engagest, macht der nichts. Das ist auch als ADC so. Weil jetzt verlieren wir vermutlich mit den Turret, weil der den... Ja genau, jetzt spaziert er deinen Herald, jetzt verlieren den Turret. Hast du den getötet, wäre da nichts passiert. Tschüss Turret. Was nice knowing, ja. Und du bist auch noch tot. Weil du dich von der Q getroffen hast lassen. Ja, und er hat Tower Echo verloren. Ja, dann musst du ihm ins fucking Rücken schießen, ansonsten... Ich komm. Ja, ich nicht. Fick deinen Champion einfach. Ah! Ich wollte dir helfen kommen, aber Velkos hat mich one-shottet. Ja, und da ist eine Morgana. Ja, nicht nur. Die Botlane, die 8-2 stellen, das ganze Game noch nichts gemacht hat. Meanwhile, Vi just doing Dragon. Ja, die brauchen ja auch nur den Kletter- und Pfeilzug. Wie gesagt, was soll ich machen? Der Champ ist halt einfach Bullshit in der Lane. Das ist einfach... Der verliert nur gegen Lane-Bullies. Und selbst die kann er all-in one-shotten. Dass ein Champ einfach Base ein One-Shot-Combo hat. Ich habe das Gefühl, der verliert nur gegen Jax, weil seine W useless gegen Jax ist.
bekommt eine Vi. Da drüben ist eine Vi. Das hat tatsächlich funktioniert, ernsthaft. Das hat gerade wirklich funktioniert. Oh Gott! Ich bin da. Habt ihr den Baron? Oder was habt ihr da gemacht? Wie das einfach gerade funktioniert. Oh, der Lag war natürlich auch. Ja. Ich flash da jetzt einmal, fuck you. Was hab ich gerade geblockt und was hat mir Schaden gemacht? Das Ignite hast du nicht geblockt, das kannst du auch nicht blocken. Ignite damit scheiß. Das hat die gerade geflasht. Die rennen drei Leute hinterher, by the way. Also. Nur zwei. Mit Morgana ist das bestimmt auch irgendwo. Tschüssi. Ich geh da mal wieder. Kannst du den mal töten? Oder? Sieht's aus? Dass ich da rausgekommen bin, ist ehrlich gesagt schon böse genug. Und dass du die Weide rausgekriegt hast. Ich kann dir halt nicht gegen den helfen, wie gesagt. Ich bin Half-Life noch kein Ulti. Da mache ich nichts. Also ich verstehe irgendwie nicht, warum er Schaden macht, aber irgendwie auch nicht Schaden macht. Das ist so weird an manchen Stellen. Geh in den scheiß Kackfeld. Komm. Ja, da ist ja mein Support. Oh ja. Das würde ich nicht baiten. Sie Split-Push-Topline, weil was macht man am besten, wenn man das Spiel hart gewinnt? Split-Pushen, weil Teamfight ist ja nicht mehr in. Doof nur für sie, dass ich sie jetzt eigentlich fighten können müsste. Klett, rennt ihr hinterher? Ich hab Laterne. Oh, schade. Nee. Gar nichts. Ich glaube nicht, dass wir dafür machen können. Ich dachte eigentlich, die kommt mit in, in die Shenanigans rein, wenn ich. Ja. Er hat keinen Spell getroffen, ne? Keinen. Ja, ich weiß. So hat er mich jetzt auch schon dreimal getötet in dem Spiel, indem er mich einfach nur mit Base EXW und Ignite getötet hat. Nein, das Problem ist halt, ich konnte ihn halt in der Zeit nicht töten. Das war alles, was mich da gerade gefickt hat. Was ich in der Zeit nicht töten konnte. Oh, sie machen Baron. Ja, klar. Was sollen sie sonst machen? Ja, ein Inhib, was nützlich ist. Ich so, Inhib können wir eh nicht contesten. Baron könnten wir contesten, wenn wir leben würden. Also die Sache ist halt die, ich würde im Solo-Queue oder Normal-Games würde ich immer den Inhib zuerst nehmen und dann den Baron. Weil Baron kannst du wasten, Inhib nicht. Inhib ist immer 9. Auch immer noch Vel'Koz und Morgana. I have a bad feeling about this. Hallihallo. Ich find's aber schön, wie gut manchmal das Double funktioniert. Das ist ein Feuertrache, falls wir irgendwie was machen können. Oh oh. Ne, können wir nicht. Außer wir machen irgendeinen harten Outplay, aber. Ne. Ich würde sagen, die trappen gerade. Oh, ich kann ja mal machen gucken. Machen die auch. Ich kann mal gucken gehen. Ja, guck mal, da ist der Trap. Warum können wir Vel'Koz sehen? Weil ich geultet hab. Ja, damals, da warst du noch nicht in Ult. Hi. Killette macht einfach viel zu viel Schaden und ist viel zu tanky. Was? Er stirbt halt einfach nicht! Philipp kann da nichts mehr. Ja, ist gut, Job, du bist in den reingelaufen. Ja, er nimmt halt einfach keinen Schaden. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Er baut nur Damage. Ich hasse diesen Champ. Ja, ich weiß.
Der ist Bullshit. Aber, ne? Ich hasse ihn einfach. Ja, danke. Ich meine, er hat 2400 Leben. Er hat 200 Leben mehr als ich. Und doppelt so viel AD wie ich. Ich habe auch nur Leben und Damage gepowert. Also, irgendwas ist da falsch. Ja, die Passive ist falsch. Ja. Mein Hund bei Füßen? Gut. Oh. So, diesmal missklicke ich nicht um Aatrox. Okay, jetzt spielen wir also normal, okay? Jetzt spielen wir seriös. Ich will. Jetzt spielen jetzt alle Phil. Hochhaus gewinnen. Nein, Haus hoch. Phil. Oh. No, no ball. Phil. Zitra. So, was? Nichts. Yeet. Ich finde es gut, dass wir alle ruhig sind. Das ist die tiefe Entspannung. Eigentlich könnte ich jetzt schön schlafen gehen. Hallo. Hallo. Who are you? Moin. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Na gut, gut. Nein. Oh Mann. Das ist schade, warum denn nicht? Naja, ich musste halt für die Zwischenprüfung lernen die ganze Zeit. Und da darf ich nicht schlafen. Ich habe auch schon den ganzen letzten Monat Klausurenphase. Aber du schläfst einfach rum. Ja, weil Schlaf ist mir wichtig. Nee, Noten sind mir wichtiger als Schlaf. Er braucht schon Schlaf. Schlaf ist für die Schwachen. Und Sex für die Harten. Oh Mann. Meine Eltern sind heute auch noch auf einem Geburtstag. Oh, was super, meine Eltern sind doch jetzt weg. Ich dachte, deine Eltern sind ausgezogen. Nee, noch nicht. Achso. Dauert noch 2 Monate. Auf jeden Fall kannst du laut sein, wie ich will. Das heißt, ich kann sogar meine E-Gitarre anschmeißen. Oh nein! Mach mal. Wenn ihr, ja. Wenn einer aus diesem Haus rausgeht, dann bin ich das. Ja, habe ich. Oder spielst du gerade am iPad oder so E-Gitarre? Also, ja. Seit wann hast du eine E-Gitarre? Seit der 9. Klasse. Warum hast du noch nie beim Zocken E-Gitarre gespielt? Ich glaube, du hast so ein Gefühl, alle Instrumente gefehlt, fehlt nur noch der Dudelsack. Ja, das liegt daran, dass ich nie alleine zu Hause bin und jetzt kann ich so laut sein, wie ich will. Das heißt, ich kann rausfahren, was ich will. Na, du kannst die E-Gitarre auch leise stellen. Das ist ja auch eine Option. Was ist mit Tobi jetzt passiert? Weiß ich nicht. Vielleicht ist eine Ader geplatzt oder so. Ich glaube, der hat den Salzstreuer leer gemacht, der muss noch... Seid ihr so sehr am Tilten, oder was?
Immer. Naja, und zwei Games hintereinander hart gefeedet. Der Salzstreu ist jetzt einfach leer, der muss kurz aufgefüllt werden. Warte. Warte mal. Jetzt haben wir sogar zwei Messing-Team-Mitglieder. Hat jemand einen Salzstreu auf dem Tisch stehen? Nicht ich? Gerade, nee. Warte. Haben das gehört? Naja. Willkommen zurück, Tobi. Was ist viel Trommel, Psycho? Oh. Weil das kann. Ja, ich muss in 50 Minuten essen. Also. Okay. Warte mal, ich brauche hier irgendwie. Oh, Sven ruft mich an. Warum ruft er dich an? Will mich nicht herausfinden. Wahrscheinlich wieder um laut was zu tun. Boneless. So. Boneless. So. Oh.
Hallo. 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 Wir haben gerade einen Plot gestartet und wir stürzen jetzt das Regime. Tobi? Warte, warte. Plot erfolgreich ausgeführt. Tobi? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, unser Hauptfunktionär ist Philipp, aber... Philipp ist hier Admin auf dem Server, okay? Ich dachte mir so, ich mach da einfach mal mit. Hallo. Der Militärputsch war erfolgreich. Nur dann nicht. Aber ich bin doch gar nicht der Führer. Ich bin nur der oberste Propagandaminister. Der Führer ist doch Tobi. Das sagt er nur, weil er der oberste Propagandaminister ist. Ja, die Sache ist die: Du bist der tatsächliche Host von dem Server und ich bin nur Administrator. Das ist einfach ein Fakt. Und ich bin die Wissenschaftsfrauen wegen dem Quoteboard. Das heißt, also laut Discord haben wir exakt selben. Echt? Hat der Creator nicht immer mehr Rechte als. Ja, du hast mehr Rechte als ich. Jede andere Rolle? Also habe ich mehr Rechte als du. Also du hast gewisse Rechte, die ich nicht haben kann als Creator. Also, ja, soweit ich weiß, hat der Creator quasi immer alle Rechte und es gibt ein paar Rechte, die Rollen nicht haben können. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Warte, lass mich das kurz austesten. Also soweit ich weiß, was wir den Server löschen. Also ich habe mir gerade eben die Bossrolle weggemacht und warte. Okay, ich kann da noch. Es ist echt weird, wie schlecht Discord sich Sachen updatet, ne? Ich kann einfach in den Bossraum rein, obwohl ich nicht mehr Ding bin. Ja, das liegt daran, dass du Server-Kreierer bist. Okay. Als Server-Kreierer bist du immer quasi oberster Admin von allem. Okay, Philipp, versuchst du es mal. Geh mal in den Bose-Raum. Kann ich nicht. Ja. Natürlich auch nicht. Ich bin ja auch nicht der Server-Admin. Ja, genau. Okay. Also der Admin, theoretisch brauchst du keine Rolle. Ja, theoretisch. Aber ich hab sie gern. Ich will auch eine Rolle. Ich habe eine Rolle. Sven, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du eine Rolle hier kriegst, ist sie nie positiv. Können wir bitte einstellen, dass... Leg dir mal bitte kurz unsere Liste an Rollen vor, die wir besitzen. Jetzt mal abgesehen von der Bossrolle, die mehr existiert wegen Clarity, haben wir hier noch Opfer, die Bourgeoisie und Furry. Ja, können wir bitte die Furry-Rolle gesammelt haben? Ich will, dass Kindred auch hier in der Anzeige isoliert ist, damit sein niedriges soziales Standing... Tobi? Also, wenn er schon ausgegrenzt wird, will ich wenigstens, dass auch in jeder Facette seines Lebens ausgegrenzt wird und das offensichtlich ist. Oh Mann, oh Mann. Hier. Tobi? Wir sollten so eine Rollen haben wie bei Manor. Die passen zum Server. Ja! Dann! Zum Beispiel, Manor hat ich bin ausgegrenzt, ja! Da muss ich aber noch eine Sache an der Rolle ändern. Einen Moment. Sven sollte die Rolle kriegen. Oh. Weißt du, Manu hat ganz witzige Rollen. Tobi? Weil sein Server heißt Campfire with Friends. Ja. Und es gibt einfach die Rollen, hört nie zu, stellt immer Fragen, lauscht in Ruhe, schläfrig und was war das? Manu. Offline gibt's noch. Erzähler. Ja, offline gibt's auch. Offline. Alter, mach eine kurze Offline, wo alle Leute, die online sind, drin sind. Ja, da muss ich ja bei jedem ein Ding zuweisen. Ich kann ja an sich das nicht verändern. Oder? Everyone kann ich nicht umbenennen. Tobi? Nee, muss ich jeden. Kannst du fucking Furby bitte noch unter online stellen, sonst sieht es so aus, wie wenn es zwischen uns zwischen der Online und der Boss-Ebene steht. Ich glaube, die Reihenfolge kannst du ändern. Du musst den Rang klar machen. Ich kann Everyone nicht verschieben. Die einzige Rolle, die man nicht verschieben kann, ist die Everyone-Rolle. Ich kann fucking Furry unter alle anderen Rollen stellen, aber dann ist bei nur negativen Rollen. Kannst du ihn auch? Ich glaube, ich erstelle jetzt einfach eine ganz neutrale Rolle. Du kannst ihn auch nach ganz oben schieben, um ihn mehr an den Pranger zu stellen. Aber dann weiß jeder, das ist fucking Furry. Dann geht der Höhe, wer ist denn das? Der muss doch wichtig sein. Nee, der muss fucking weg. Furry und schon wissen alle, oh, oi. Tobi? Ja, wir machen jetzt einfach eine ganz neutrale Rolle. Wir kriegen die ganz gewöhnlichen mit. Die steht jetzt praktisch über den. Das ist ganz bald gehen damit, Philipp. Ich mach jetzt mal neutral. Tobi?
nicht neutrale Rolle. Perfekt. Oh, Tobi. Blacksmoker 25 hat aufgehört, Apex Legends zu spielen. Wieso krieg ich diese Meldung? What the fuck, Origin? Origin, what the fuck? Das ist Origin. Das ist ein Spiele-Client à la Steam für EA-Spiele. Hab ich das? Weiß ich nicht. Oh, du hast was vergessen, Philipp. It's the origin of all evil. Erstmal muss die Farbe ein bisschen anders. Na. Ist das grau nicht hübsch? Philipp ist aber wirklich Philipp, ich mach ein bisschen heller. Was habt ihr mit mir gemacht? Wenn einer, ganz ehrlich, du bist. Warte, ich hab schon wieder eine Sache vergessen. So. Vielleicht jetzt. Kriege ich dann wenigstens auch Rechte, dass ich mit meinen wirklich durchsetzen kann? Moment, weg damit. Ich nehme gleich alle Rechte, Sven. Das nehme ich dir schon mal weg. Das ist nicht gut, das ist mir egal. Robin, ich esse erstmal gleich Kuchen. Das ist schön. Viel Spaß. Ich find toll, dass es eine Option gibt, bei der du Leute dazu forcen kannst, Push-to-Talk zu benutzen. Ich finde mir auch mal was zu essen. Es gibt eine Option, bei denen musst du Push-to-Talk benutzen. Philipp? Philipp? Weißt du, was ich schön finde? Ich könnte jetzt unsere Bossrolle Priority Speaker geben. Da werdet ihr immer leiser gestellt, wenn wir reden. Das klingt doch gut. Ja, das würde ich jetzt. Also, ich würde das Umgekehrte jetzt gerade Robin geben, weil das ist echt Cancer. Tobi? Lass meine E-Gitarre in Ruhe. Was ist denn? Woher willst du eigentlich wissen, dass, wenn wir nachher zu Robin fahren, dass ich nichts in der Hand habe? Also ich weiß ja nicht, was du in der Hand hast. Kannst du damit implizieren, dass du deinen Penis in der Hand hast? Das haben wir auch mal gesehen. Nein, das wollte ich nicht implizieren. Hast du Lexappen gerade gemutet oder hat er es gemutet? Er hat sich gemutet, ich hab ihn. Okay, ich muss mir jetzt was zu futtern holen, sonst verhungere ich nachher. Der Pilz ist grün. Aber ich bin multitaskingfähig und kann futtern und reden gleichzeitig und das werdet ihr gleich hören. Oh, Robin. Ja? Ich spiele dir was vor, was du lernen kannst. Weil das Gitarrenintro einfach geil ist. Ja, warte, wo ist es? Schon und Mutter, aber das ist live. Oh. Ja, das ist Intro. Jojo. Das ist einfach so. Alter. Eieiei. Plug-in, Baby. Das ist einfach ein sehr schönes Riff. Ich mag das einfach sehr. Das war noch nicht mal laut. Das war für mich nicht laut. Just so, you know. Hast du das Twitter-Video eigentlich gesehen, Robin? Ja. Ganz gut. Change Nickname. Ganz super. Oh, Gott. Oh, fuck. Was? Okay, ja, Moment. So. Jetzt gehen wir hier hin. Und hier rollen. Was? Pop. Ich bin tief. Was? Ich kann es nicht lesen. Oh, nein, ich brauche eine Brille. Ich habe eine Brille. Die Dach der Pöbel. Warum nicht das Proletariat? Na, Pöbel ist auch eine gute Weise. Das ist reinvoll so Boss, was? Der Pöbel. Und dann fucking Furry. Und darunter so. Alle anderen. Im Pöbel landen jetzt nur die Leute, die auch regelmäßig hier sind. Dann können wir das ein bisschen differenzieren.
Ne, Differentialgleichung und so. Wieso wird mir hier ein Video empfohlen, wo jemand 30 Minuten lang diesen komischen Sand, der zusammenklebt, zurechtschneidet? Nobody knows. ASMR. Ja, warum nicht? Die Frage ist, warum gucke ich mir das gerade an? Weil du es kannst. Hallo? Hallo? Ja. Ah, hallo. Na? Hat einer von euch Kaugummi? Nein. Nee. Auch nicht. Was, wenn du? Alter, wir können doch keine Kaugummis haben. Oh Gott, ich muss Kaugummis. Ich brauche Kaugummis. Ich habe keine Kaugummi. Finde ich jetzt extrem scheiße von dir. Kaugummis. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so einen halben Tag kein Kaugummi esst und deswegen einen trockenen Hals kriegt und anfängt zu zittern? Nein. Mhm. Nee? Also ich glaube, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Kindred? Nein, kenne ich nicht. Du bist doch ein Furry, oder? Ja. Oh, spielst du Skyrim? Hast du mal Skyrim gespielt? Nee. Würdest du ein Elder Scrolls Spiel spielen? Würdest du dann immer Khajiit spielen? Was ist das? Oh! Katzenvolk? Ja. Was mit Argonien? Argonien sind übrigens besser. Argonia sind Echsen. Stehen Furries auch auf Echsen oder nur auf befällte Tiere? Also man steht auch auf Echsen, aber das ist jetzt nicht so mein Fall. Das ist dann vom Furry. Lecker Zuckerberg. Hier guckt euch einfach diese Stelle an und sagt mir nicht, dass... Ah, oh, wie unglücklich, Mann. Und jetzt sehe ich die Karte. Oh. 30 Sekunden maximal. Nee, es sind nur 15. 30 Minuten. Guckt dir 15 Sekunden davon an. Wie unglücklich, Mann. Oh, ist das satisfying. Wie viel Pech kann man noch haben? Zwei. Oh mein Gott. Würde ich sagen. Zwei Pech. Ja. Ich habe genau die Karte, die ich brauchte, genau in den Zug bekommen, wo ich sterbe werde. Zu 100%. Das ist doch... Was? Ich habe die Karte dreimal in meinem 20-Karten-Deck drin. Und ich habe jede andere Karte fünfmal vorher gezogen. Deswegen mag ich Yu-Gi-Oh! Nicht, weil sich Yu-Gi-Oh! Innerhalb der ersten drei Turns entscheidet, wer gewinnt. Nee, das Duel Links. Das dauert mindestens 80 Züge. Und ich wollte halt nicht meinen Karten-Spell benutzen, weil ich dann weniger Karten habe als der Gegner, weil der Gegner ein Stall-Deck benutzt und der deshalb einfach nur warten will, bis ich sterbe. Und ich wollte halt die Ziehkarte nicht benutzen, damit ich nicht weniger Karten im Deck habe, als damit ich nicht First Deck Out gehe. Ich weiß nicht, warum es ist so satisfying, mir anzuschauen. Dein erster Fehler war, Hearthstone zu spielen. Ich spiel kein Hearthstone. Und er hat halt zwei meiner Monster geopfert, um Lava-Golem zu beschwören. Und in meiner Standby-Phase bekomme ich dafür 1000 Schaden. Und genau den Zug, wo ich... Also dann habe ich halt die Karte gezogen, die ich eigentlich die ganze Zeit ziehen wollte. Nee, das gibt's nicht. Und dann den Lava-Golem zu zerstören, bevor er noch Schaden auf mich machen konnte, damit ich sterbe. Ist das nicht das Deck, was... Jetzt weiß ich, das spielt Kingdom Hearts. Juhu. Das Ding spielt... Kingdom Hearts 3 HD. Mhm. Was haltet ihr generell von Kingdom Hearts? Was? Wie heißt der? Ich mag bei Kingdom Hearts Marek Grand Edition. Spielt auf dem Zeppelin gegen Joey. Ungefähr, ja. Oh, weiß ich das noch? Alter Sack! Oh, das ist satisfying. Das Video ist viel zu satisfying für das, was es mir bietet an Content, nämlich gar nichts.
Das ist Sand. Das ist einfach schön. Warte, hat er die wieder reingelegt und dann wieder reingestopft? Oh, Alter, ist das geil. Welches Spiel denkt ihr hat die verwirrendste Storyline? Welches Spiel hat was? Vermutlich keins von denen, die ich gespielt habe bis jetzt. Weil... Welches Spiel die verwirrendste Storyline hat? Ich habe jetzt kein Spiel gespielt, was eine verwirrende Storyline hatte. Jedes also, Spiel. Ich bin ehrlich, ich finde Bioshock Infinite hat eine ziemlich verwirrende Storyline, gerade gegen Ende. Stimmt, ja, Bioshock. Das wird ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr sinnvoll. Also, ich würde aus dem Bauch raus Kingdom Hearts sagen. Kingdom Hearts hat eine sehr komplexe Storyline, das stimmt. Das ist komplett. Burial at Sea noch dazu zählt, sind das auch aufgepackte. Ja, das habe ich nicht gespielt. Keine Ahnung von. Das komplizierteste Spiel, was ich jemals gespielt habe, war Tales of Symphonia, Dawn of the New World, was auch gleichzeitig mein Lieblingsspiel ist, weshalb ich es auch komplett auswendig kenne. Naja, wenn ihr denkt. Was passiert in Akt 2 auf Seite 37? Tja, da hat wohl jemand gelogen, ne? Was? Kindred konnte mir nicht sagen. Er hat gesagt, er kann es auswendig, aber er konnte es nicht. Ja, ich kann nicht. Was auswendig? Das ist gerade nicht zugehört. Was passiert in Minute 37 bei einem Speedrun? Was ist ein Speedrun? Kann da rennt man schnell. Kann man Visual Novel Speedrun? Bestimmt. Ja, Linksklick Main. Linksklick Main. Speedruns zu interaktiven Filmen? Kannst du mal Doki Doki Speedrun, Robin? Der Pöbel. Kann ich mal Bandersnatch, also Netflix, dieses Black Mirror Bandersnatch Speedrun? Und wenn ja, ist es ein Free-Weltrekord? Robin? Ja. Hast du Ben & Jerry's für mich? Ich hab Ben & Jerry's, aber wenn du was willst, dann musst du mir Struggle mitbringen. Das mache ich auf jeden Fall. Sauber. Nicht, wenn du dran denkst. Willst du mir auch noch mal mein Anno wieder? Oder willst du... Ich muss es suchen, wenn ich das wirklich noch hab. Ich hab's nicht. Aber ich finde, es ist nicht verschwunden, Tobi. I don't trust you. Also ich habe noch FIFA 16. Ja, essen tue ich die Spiele nicht und wenn, dann fliegt es irgendwo in meinem Zimmer rum. Aber ich dachte eigentlich, hätte es dir schon gegeben. Aber ich gucke einfach nochmal. What's the deal with FIFA 16, ne? Boah, die FIFA 16 Spiele. Ich habe FIFA 03 für die Gamecube. Boah, ich glaube, ich habe noch FIFA 03 irgendwo. Oder nicht FIFA 04. FIFA 03 gab es für die Gamecube. Ich habe es damals für 2,50 € gekauft. Alter, ich hab mein FIFA für minus 100 Euro gekauft. Weil meine minus? Weil meine PlayStation 4 war 100 Euro billiger, weil FIFA dabei war. Dann hast du natürlich direkt gespielt. Ich hab's wirklich ein, zwei Runden gespielt und dann dachte ich mir, ach du Schande, das Fußballspiel ist langweilig. Und hab auch... Robin, und kriegst du dann Ben und Jerry's? Ich weiß noch, damals, als ich in der Grundschule war, da war ich beim Kumpel und wir haben gegeneinander FIFA gespielt. Das war das erste Mal, dass ich FIFA gespielt habe und ich habe ihn komplett fertig gemacht. Robin? Ja? Ich glaube, wir haben einen Deal. Ich bin da mal essen. Guten Appetit. Top, die Wette gilt. Ich muss nur dran denken. Ich bin doch nicht blöd. Doch, bist du. Eigentlich schon. Ich muss einen Gartenhaus machen. Philipp, kannst du mich verteidigen? Nein. Ich glaube, das wurde gerade einstimmig beschlossen. Ich habe glatt nicht zugehört. Sven hat gefragt, ich bin noch nicht dumm. Und wir haben alle doch gesagt. Schließt du dich uns an oder Philipp? Philipp? Hallo? Philipp ist einfach immer auf meiner Seite. Oh, seid ihr zusammen, oder was? Wie sagt man in Hollywood ein Item? Seid ihr ein Item? Ich glaube schon. Echt? Nein, ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass ihr aufeinander schwul seid. Nein, danke. Das heißt hier danke, willst du damit sagen, schwul ist eine Beleidigung? Nee, aber das ist nicht so mein... Ey, hab ich gerade von Negern geredet, oder was? Oh Mann, ihr macht mich fertig. Ja, das ist unser Job. Robin, machst du vom Neger schon davor, oder nicht? Leute, hat einer von euch KKK oben?
Was hast du mit mir vor? Ich will dich in Kakagaro stecken und dann in den Ghetto-Viertel werfen. Das klingt akzeptabel. Wobei ich eigentlich nicht so der Fan vom Kakagaro bin. Warum was nicht? Was ist, wenn ich eine KKK-Suit anziehe und dann vorne auf meine KKK-Suit draufschreibe Black Lives Matter und dann ins Ghetto gehe? Was glaubt ihr passiert dann? Dann wirst du verprügelt, weil du immer noch eine KKK-Robe hast. Aber ich bin doch ein Black Lives Matter-Anhänger, sonst hätte ich das doch nicht auf meinem KKK-Suit drauf. Ja, wärst du wirklich ein Black Lives Matter-Anhänger, hättest du erstens keinen KKK-Anzug und zweitens würdest du nicht Black Lives Matter auf einen KKK-Anzug schreiben. Das ist so, als würdest du ein Judentum-Symbol auf eine SS-Uniform kleben. Das macht dich nicht zum Juden, sondern zum fucking Nazi, der so tut, als wäre ein Jude. Mm-mm. Weil der Fakt, dass du eine SS-Uniform besitzt, sagt schon viel über dich aus. Außer natürlich, du bist Historiker. Ach so, okay, ja, dann bin ich safe. Ja, beziehungsweise du leitest das Museum. Da muss ich mich jetzt in Dritte Reichssachen eindecken. Das ist unbedenklich da drüber. Na gut, wenn du der Leiter eines Museums für Kriegsverbrechen bist, dann ist es unbedenklich, wenn du Sachen vom Dritten Reich bestellst, weil die für dein Museum sind. Wenn du jedoch ein Historiker über die Industrialisierung in England im 19. Jahrhundert bist, dann ist es vielleicht schon bedenklich, wenn du dich mit Dritten Welt Sachen Dritten Reich Sachen eindeckst. Warum? Warum ist das bedenklich? Was hat das Dritte Reich mit Industrialisierung in England zu tun? Alles? Ja. Und was unterscheidet jetzt historische Sachen aus dem Dritten Reich mit historischen Sachen aus, keine Ahnung, der Sowjetunion? Generell nichts. Aber wofür brauchst du Sachen aus dem Dritten Reich, wenn du über die industrielle Revolution ein Museum leitest? Derselbe Grund, warum andere Leute alte Dinge haben. Lass es wahrscheinlich einfach interessant finden. Guckt jemand mit mir YouTube-Trends? Nee. Ja, warum nicht? Ich habe schon einen Link in YouTube, also in Devs of YouTube. Solange wir keine Videos gucken müssen, sondern einfach nur uns die Trends angucken. Solange wir die Videos nicht gucken müssen. Ja. Sisters mit Ausrufezeichen singen Sister beim ESC-Vorentscheid 2019. Unser Lied für Israel. Was haltet ihr von dem neuen Lied Gemma Pell von Capital Bra? Was? Produziert bei Goldfinger. Goldier? Heißt der Künstler Joka Bra, das Lied Capital Bra und das Album ist Gemma Pell? Oder heißt, das verstehe ich vorne und hinten nicht. Was haltet ihr von Mero, Jahero, Jamero? Gesundheit. Und Azed und Suna fragen, Alter, warum sind hier so viele trashy Rap-Musikvideos im Trend? Ich wurde reingelegt und mein Herz ist gebrochen. Wieso? Wo wurdest du reingelegt? Keine Ahnung, das ist YouTube-Trends. Alter, das schinkst du mir denn? Ja, die ist schon wieder. Update. Alter, meine Augen sind zu schlecht. 187 Straßenbande wieder frei. 150 Beamte stürmen Konzert. Was auch immer ein Konzert ist. Welche Schlagzeile über mich ist wahr? Erkennst du den YouTuber-Song? Nein. Unser Hund Lucky ist Game Master und zerstört Chip im Ohr. What? What the fuck? Unser Hund Lucky hat Chip im Ohr und wird zum Game Master. Er will den Game Master Chip zerstören. Dieser Hund denkt, er wäre Game Master. Schafft unser Tierhund Lucky es und würde Game Masters. Was? Ist das Deutsch? Was ist das für eine Beschreibung? Das verstehe ich nicht ganz.
Philipp? Ja? Was guckst du gerade so in den YouTube-Trends? Gar nichts. Das ist schade. Implantat gerissen. Horst weiß es besser. Autogramme einer deutschen Legende. Horst Schlemmer? Nee. Welchen Kriterien müsste ein Video in den Trends standhalten, damit ihr es euch ansehen würdet? Es müsste gut sein. Und wie definierst du gut? Nicht scheiße. Also der Fakt, dass die Trends wahrscheinlich entweder von YouTube oder von den Unternehmen, von denen YouTube gesponsert wird, entscheidet wird, wer da reinkommt und wer nicht. Ja klar, das macht niemand, auf jeden Fall. Ja, natürlich macht und niemand. Dementsprechend kann ich eigentlich kein Video wirklich ernst nehmen, was da reinkommt, weil das ist tatsächlich kein Trend, sondern das ist ein Trend-Setting. Meinst du? Was da passiert. Meinst du echt, dass es manipuliert wird? 100%, ja. Ja, wenn du manche Videos guckst oder manche Videos, die da nicht hinkommen, dann ist es offensichtlich. Was haltet ihr von Trucker Babes? Ja, man beendet ihre Jungfernfahrt und schließt mit ihrer Vergangenheit ab. Klingt spannend, das guckst du mir direkt Kabel an. Ein. Dinge in Lars seinem Kühlschrank? Stadtlandfluss Nummer 9, Deutsch HD. Also ich glaube nicht, dass an dem Titel klar wird, dass es Deutsch ist. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Wer ist King Khalil und Lil Lano und MO030? What the fuck? Warum ist meine Mutter so verrückt? Hilf mir, jung und pleite. Warum? Wie kann man nicht menschen? So fröhlich, so fröhlich. So was gesprochen. Fröhlich, so fröhlich war ich. Ich war auch schon mal traurig. Traurig, ganz traurig. So was gesprochen. Traurig, so traurig war ich. Oh! Oh! Alter, seht ihr das Feuer da drüben? Nee. Nee. Huh. Wahrscheinlich packe das Gap im Nachbarhaus wieder ab. Mal wieder? Ja. Also es sind schon zwei unterschiedliche Nachbarhäuser bei mir abgefackelt. In was für einem Zeitraum? Bei einem, ich muss mir, glaube ich, echt Gedanken machen, in welcher Region du wohnst. Wenn ja, also, ich ständig Häuser abbrennen, dann habe ich in letzter irgendwie gehört, dass bei dir wohl irgendwann mal ein Schuss war. Ja, dann habe ich mitgekommen. Geschossen wurde, also ich... Ja. Bei einem ist ein Papagei gestorben. Nein! Da ist ein, da, oh, das war eine coole Geschichte. Da, das Haus ist wirklich gebrannt. Und so, ich glaube, der erste Stock oder so hat gebrannt. Und einer war halt auf dem Dach. Und der hat geschlafen. Und sein Papagei hat halt laut gekrächzt. Und deswegen ist er aufgewacht. Und ist halt leider am Rauch gestorben. Und der Typ war halt im obersten Stockwerk. Und der erste Stock hat gebrannt. Und da hat er halt einfach so sein Dachfenster aufgemacht. Und ist in Unterhose von seinem Dach aufs Nachbardach gesprungen. Und ist deswegen so aus dem fremden Haus rausgekommen. Mr. Nanny. Der arme Vogel. Ja, fand ich auch. Mein armer Vogel. Und beim anderen ist es an Silvester einfach so ein Böller reingelangt und dann ist es deswegen
abgefuckt. Also nicht ganz, nur ein bisschen bedacht. Bist du sicher, dass das aus Versehen war oder dass es ein Anschlag war? Nee, beides. Wäre das ein Anschlag, dann wäre ja auch wirklich was passiert. Ich habe aus Versehen einen Anschlag gemacht. Wenn man in die Luft schießt, kommt die Kugel irgendwann wieder zurück. Aber ja. Wann kommt sie zurück? Aber wahrscheinlich nicht da, wo du stehst. Genau. Aber dementsprechend, wenn wir diesen typischen, stereotypischen Texaner sehen, der immer zwei Waffen dabei hat und immer, wenn er sich froh zur Stepp tanzt und dabei in die Luft schießt, denkt ihr, er ist haftbar für den Schäden, den die Kugel, die wieder nach unten kommen, einstellt? Nee. Ja. Wie kann man das? Okay. Wenn du nachweisen kannst, dass die Kugel aus seinem Revolver kommt, dann ist er haftbar. Okay. Sven? Das ist nur relativ schwierig, wenn du in die Luft schießt. Ja. Na gut, ich glaube, du kannst relativ gut nachvollziehen, welche Kugel aus welcher Waffe geschossen wurde. Aber Sven, hau mal das perfekte Verbrechen raus. Ja, ich meine, vom perfekten Verbrechen weißt du nichts, weil das ja perfekt ist. Ja genau, deswegen soll Sven es mal rausholen, weil Sven hat garantiert schon mehr als eine Person umgebracht. Ja, aber wenn er darüber redet, ist es nicht mehr das perfekte Verbrechen, weil du weißt ja, wie das Verbrechen abläuft. Ja, aber wenn er mit 3 jemanden umgebracht hat, ist es jetzt verjährt. Dementsprechend kann er es auch einfach aufdecken. Weil dann ist der einzige Schwachpunkt dieses Verbrechens, dass man es erzählt. Nö, wieso? Das perfekte Verbrechen, davon weiß niemand. Außer der, der es begangen hat. Also Sven, hau mal das perfekte Verbrechen raus. Sven? Ich glaube, er mag dich nicht mehr. Okay. Captain, hau du mal das perfekte Verbrechen raus. Gehen zurück. Das perfekte Treffen. Ja, und das auch. Ich muss nachdenken, tut mir leid. Oh, ich wusste gar nicht, dass Ferris das kann. Ja, tut mir leid, ich muss gerade, ich spiele gerade Yu-Gi-Oh!, da muss man nachdenken. Ah, ja, gut, das verstehe ich. Ja. Solche Kartenspiele sind echt ein bisschen anfordernder. Verdammt, Mann, jetzt, weil ich nicht nachgedacht habe, ich verloren. Dankeschön. Ach, Mist, tut mir leid. Hast nicht Exodia gezogen, tja, too bad. Nee, ich habe leider nur 2 Handkarten. Oh, und dafür braucht man ja leider 5. Kennst du ja, aber ist immer schlecht. Ja. Was hast du davon, wenn du die Exodia-Karten alleine spielst? Kannst du in dem Yu-Gi-Oh! Eigentlich auch diese One-Turn-Decks machen, wo du anfängst und deswegen gewinnst? Nee, nicht wirklich. Man startet ja mit 4 Handkarten, nicht mit 6. Nee, mit 5 startet man im echten Spiel. Hier startet man nur mit 4. Topf der Gier ist immer noch verbannt, oder? Ist noch nicht mal ein Spiel implementiert. Oh, das ist so sehr verbannt. Außer, man benutzt ein bestimmtes Item, aber da bekommt man es nur durch RNG. Oder man hat ein bestimmtes, oder man hat ein Elementarhellendeck und man spielt den Charakter Jane Yuki. Und man hat den Skill, der einen dazu ziehen lässt, wenn man 3 Züge lang hintereinander ein Elementar hält auf dem Friedhof hat. Okay. Ja? Leute. Ich bin dort. Kennst du diesen Hans-Entertainment-Moment? Philipp! Hm? Das ist aber verboten. Was denn? Warum? Weil Sven gerade kacken ist. Ach so. Nee, ich dachte mir, ich kill das Gebiet immer noch mal fertig in Ruhe und Frieden. Ja, das ist ein valider Punkt. Hallo? Hallo? Ich muss kurz was erledigen. Wenn ich was erledigt habe, komme ich wieder. Okay, viel Spaß beim Fappen. Ich fappiere nicht. Und warum nicht? Weil ich es nicht nötig habe. Und warum nicht? Eine Freundin? Denken. Nee. Oh, der warum hast du? Du brauchst keine Freundin, du hast einen Hund. Ist ja auch meine Freundin. Hey, ich dachte, dein Hund wäre männlich. Nee, ist weiblich. Ach, bist du nicht anal fixieren? Nee. Okay, und was ist mit CTB? Was? Hä? Hä? CBT? Was ist CBT? Nee. Cockballs Torture? What? Hä? Hä? Mit Fädchen auf. Und du, Sven, Philipp? Gesundheit. Was haltet ihr von Finn, Dom? Was für ein Finn? Dom? Wer ist dumm? Financial Domination? Finde ich gut. Echt? Nee. Okay, und du, Philipp? Gesundheit.
Hau mal raus, was hältst du davon? Oh, der Riese ist ja tot, den habe ich umgebracht. Ungeheuerlich. Okay, wenn du nicht mit mir reden willst, dann gehe ich jetzt. Also dann, bis morgen. Ja. Wo bist Robin jetzt weg? Ja. Okay. Jetzt sind wir nur noch allein. Was hat Robin gerade gesagt? Oh, wir sind nicht mehr Robin alleine. Hat gesagt, er guckt sich jetzt Videos mit irgendwelchen Female Domination an und dann kommt er wieder. Okay. Ich glaube, er wollte Furry Porn angucken. Ach so, ja, das geht auch. Gesundheit. Ich habe eigentlich gegähnt, aber na gut. Okay.